Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Im sächsischen Sebnitz wurde Bundespräsident Joachim Gauck ein alles andere als herzlicher Empfang bereitet. Wundern braucht man sich darüber nicht. Bei einem Staatsoberhaupt, das Asylkritikern unterstellt, sie würden nur Hysterie verbreiten. Die Massenmedien haben den berechtigten Protest der Bürger zu einer rechtsradikalen Randale umgelogen. Der vollkommen unverhältnismäßige Polizeieinsatz wurde indes überhaupt nicht thematisiert. Das lassen wir der Lügenpresse so nicht durchgehen. Der SCV zeigt Ihnen anhand bislang unveröffentlichter Filmaufnahmen und eines Augenzeugenberichtes, wie es sich wirklich zugetragen hat. Sebnitz am 26. Juni. Der 116. Deutsche Wandertag ist für Bundespräsident Gauck alles andere als ein Spaziergang. Nach seiner Ansprache im Rathaus der Seidenblumenstadt in der sächsischen Schweiz wird er auf dem Marktplatz von einer aufgebrachten Menge empfangen. Die Wut ist verständlich. Hatte Gauck in der Vergangenheit immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass er nicht der Präsident des Volkes ist, sondern ein Sprachrohr der herrschenden politischen Klasse. Zuletzt mit der auf die aktuellen Entwicklungen in der EU gemünzten Aussage, die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerung sind im Moment das Problem. In den Medien wurde später berichtet, dass eine kleine Gruppe von sogenannten rechtsradikalen Störern für einen Tumult gesorgt hätte. Wir haben mit einem Augenzeugen gesprochen, der an besagtem Sonntag aus Pirna nach Sebnitz gefahren war, um sich den Protesten anzuschließen. Waren das denn, wie dargestellt, alles irgendwelche Rechten oder wie haben sich die Leute da zusammengesetzt? Also das war von jeder Schicht was dabei. Ältere, dann Wanderer, die vorher schon drüber gesprochen haben, die sich dann den Protester spontan angeschlossen haben. Familien, aber auch eben viele, viele, viele Sebnitzer. Auch der Ablauf der Ereignisse stellt sich nach der Erinnerung unseres Gesprächspartners anders als später berichtet dar. Also das, was ich mitbekommen habe, war eben, dass die Personenschützer aus der zweiten Reihe, die waren ja in Zivil unterwegs, also für die Leute nicht erkennbar, durch die Polizeiabsperrung bzw. durch die Polizeikette dort durchgeschubst haben. Die Leute waren verunsichert, weil die gar nicht wussten, wer dort in der zweiten Reihe steht und haben sich dann halt darüber aufgeregt, es ist aber keiner aggressiv geworden und die Polizei hat sich dann meiner Meinung nach dort willkürlich jemanden rausgepickt, den sie dort dann zur Schau stellen können und dann abführen können. Doch warum wurde eine Eskalation offenbar bewusst von den anwesenden Sicherheitskräften provoziert? Meiner Meinung nach ist die Polizei so vorgegangen, damit die Presse ihre Bilder bekommt und dass man von den eigentlichen Protesten gegen Gauck ablenken kann und das eben mit Gewalt in Verbindung bringen kann. Die STV hat die bislang im Netz kursierenden Filmaufnahmen sowie bislang unveröffentlichtes Material gesichtet, um diese Aussagen zu überprüfen. Tatsächlich ergibt sich anhand dieser Aufnahmen ein ganz anderes Bild. Nachdem Gauck auf dem Sebnitzer Markt von einer großen Menge protestierender Bürger empfangen wurde, haben sich die zivilen Sicherheitsleute des Präsidenten nicht defensiv verhalten, sondern sind einzelne Leute bewusst angegangen und haben sie abgedrängt. Als dann eine Person lediglich einen Flyer in die Menge geworfen hat, eskalierte die Situation. Aus der Menge der zuvor von den Sicherheitsleuten bedrängten Person zog die Polizei besagte Person raus, führte sie ab und verprügelte sie dann regelrecht. Auf diesen Bildern kann man die Szene aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Später wurde das Opfer dieses absolut unverhältnismäßigen Polizeieinsatzes mit einem Nasenbeinbruch von einem Krankenwagen abtransportiert. Inzwischen gingen die Beamten mit Pfefferspray gegen die protestierenden Bürger vor. Auch hier muss von einer Polizeiaktion gesprochen werden, die in keinem Verhältnis zu den Vorgängen stand. Es ist also tatsächlich nicht auszuschließen, dass abschreckende Bilder produziert werden sollten, um den berechtigten Protest gegen Gauck zu diskreditieren und zu kriminalisieren. Unabhängig von diesen Vorgängen haben wir den Arzt und Sebnitzer Stadtrat Dr. Johannes Müller um eine politische Bewertung der Proteste gegen Gauck gebeten. Also ich bin jetzt seit 1999 Stadtrat hier in der großen Kreisstadt Sebnitz und gleichzeitig auch Kreisrat im Landkreis Sächsische Schweiz als Erzgebirge. Ich kenne die Sorgen und Nöte der ländlichen Bevölkerung recht gut und es war mir von vornherein klar und das habe ich auch gegenüber den etablierten Politikern geäußert, es wird keinerlei Probleme zur 775-Jahrfeier der Stadt geben. Es wird keine Probleme zum Deutschen Wandertag geben. Aber beim Besuch des Bundespräsidenten Gauck, der nicht vereint, sondern polarisiert, der Deutschland in helle, lichtstarke Regionen, die sich Multikulti unterordnen, unterteilt und ein Dunkeldeutschland, wozu hier der ländliche Raum gehört, wo die Bürger sich Sorgen und Ängste machen über die weitere Entwicklung, dass dieser Präsident hier nicht mit Freude empfangen wird, das war abzusehen. Es war genauso abzusehen, dass jemand, der sagt, die Integration Europas scheitert nicht an den Eliten, sondern scheitert an den Völkern, dass dieser Präsident bei der Bevölkerung in den neuen Bundesländern
die Sorgen und Nöte mit dieser raschen Integration haben, nicht mit Freude empfangen wird. Das war in Bautzen so, das war jetzt in Sebnitz so und das wird auch an anderen Städten und Orten, wo er sich entsprechend zeigen wird, ähnlich verlaufen. In der Gesamtschau lässt sich wieder einmal feststellen, dass die großen Medien ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen sind, sondern wesentliche Aspekte der Proteste gegen Gauck außer Acht gelassen haben. Der Vorwurf der Lügenpresse hat also durchaus seine Berechtigung. Wir brauchen auch weiterhin Ihre Unterstützung, um gegen die Lügen der großen Medien vorgehen zu können. Bestellen Sie darum am besten noch heute ein Abo der Deutschen Stimme. Oder nutzen Sie die Möglichkeit, uns eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung zukommen zu lassen. Machen Sie es gut, ich zähle auf Sie und passen Sie auf sich auf. Ihre Emma Stapel.